Mein Name ist Stefan Eisel. Ich bin 1972 in die CDU eingetreten. Wenn mir da jemand gesagt hätte, 48 Jahre später wirst du eingeladen, beim 75. Geburtstag der CDU Klavier zu spielen, hätte ich mir das überhaupt nicht vorstellen können. Und ich bin eingeladen worden, lieber Armin, das nochmal zu machen mit zwei Stücken. Ich bin beigetreten, da war Konrad Adenauer gerade 5 Jahre gestorben. Für mich war aber die CDU-Gründung 1945 weg, weit weg wie die Peloponnesischen Kriege. Und im ersten Stück will ich einen Blick zurück machen. Wie war das damals, 1945, Besatzungszone bis hin zum Grundgesetz? Das ist das Thema des ersten Stückes mit der kleinen Unterzeile: Einen echten Christdemokraten erkennt man immer daran, dass er in der Lage ist zu lachen und ein Augenzwinkern zu verstehen. Thank you.
Der Generalsekretär, den ich mit dem nächsten Stück ankündige, guckt schon die ganze Zeit nervös. Was will der Eisel am Klavier mit einem roten Schal? Lieber Paul Ziemiak, morgen Abend sind Sie beim 75. Geburtstag der Bonner CDU. Und in Bonn feiern wir 75 Jahre CDU und 250 Jahre Ludwig van Beethoven im gleichen Jahr. 250 Jahre Beethoven zeigt die Perspektive, die die CDU noch vor sich hat. Und der rote Schal ist das Symbol für den Ludwig van Beethoven. Und als Ermunterung für den 13. September und sozusagen als Aufmarsch für den Generalsekretär spiele ich jetzt den Wahlkampf-Rack. Der Wahlkampf-Rack basiert auf einem musikwissenschaftlich außerordentlich wichtigen Prinzip, nämlich dem Leitmotiv. Mit diesem Leitmotiv können Sie jetzt im Moment noch wenig anfangen, aber wenn Sie sich dabei Folgendes denken: Wählt CDU, dann verstehen Sie auch den Sinn des Wahlkampf-Racks. Der Wahlkampf-Rack.